So. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge, Maltes. So, Schraubendreher. Ja, das war klar. Ja, so kann man arbeiten. So, und das muss jetzt mit dem Replacement Tool. Nein, Replacement Tool. Ah, gut, irgendwas auf der Welt oder oben rein, du auch. So, Replacement Tool. So, und das Ding müsste jetzt nach da. Jetzt ist natürlich die Frage, wie genau mache ich das? Also, ich hätte schon gerne, dass das Ding so 2 hoch ist. Wenn ich da denn jetzt direkt anfange, das Zeug drauf zu packen. Nee, das sieht nicht gut aus. Wenn ich die hier rausnehme. Nee. Ich könnte natürlich auch sowas hier machen. Ja. Also irgendeine Art von Trenner muss hier auf jeden Fall rein. Da wäre natürlich Baumstamm schon am sinnvollsten, weil ja hier die Hauptkonstruktion auch Baumstamm ist. Doch, so kann man das machen. Ja. Naja, so ist in Ordnung. Jetzt ist natürlich die Frage, wie breit machen wir das Haus? Ah, brauche ich schon wieder hier allein eine Tasche voll für dieses Grünzeug, was wir einsammeln. Sehr hässlich. Immer so. Machen wir das Ganze 6 breit oder? Oder wäre nur ungerade Zahl besser? Ich glaube, eine ungerade Zahl wäre schon besser. Macht es denn in Architektur technisch einfacher? Weil wir dann immer, wenn wir hier 2 Zimmer haben, einfach die Tür in die Mitte setzen können. Ja, von daher macht es architekturmäßig schon mehr Sinn, das Ganze auf eine ungerade Zahl zu machen. So, dann haben wir hier den nächsten Vollpfosten. Ungefähr so. Deshalb. So, wo jetzt? Hier, da. So, hier müssen wir also. Oh, das ist ein Ei. 1, 2, 3, 4. Na, war ja klar. Das mächtige Gras. Ein Ei. Wie viel haben wir jetzt? 3. 4, 5, 6, 7. Tomate! So, hier kommt auch der mächtige Pfeiler. Ja, also von der Breite her ist das Haus auf jeden Fall groß genug. Holy shit. Das ist ja die Gesamtbreite von dem Haus. Das ist schon ordentlich. Das ist schon mal eine Ansage, du. Und das Haus wird auf jeden Fall mehr etagig. Also das Haus wird nicht nur eine Etage haben, sondern das wird also mindestens 2 Etagen plus einen richtigen Dachboden. Das Haus wird also scheiße groß. Es wird so eine richtige Mansion. Ja, gut, sind natürlich die Öfen hier schon versteckt. Sehr geil. Ich weiß auch nur gar nicht, wie ich das mit den Etagen mache. Ich glaube, ich mache den Etagen, also den Boden der Etage auch auf der Höhe hier. Das heißt, dann wäre hier unten quasi eine Reihe einfach leer. Naja, oder wir ziehen noch den Keller ein. Keller wäre natürlich eine Option. Ja. Müssten wir aber hier unten auch wieder mit Stonebricks arbeiten. Sprich, also wir bräuchten dann auf jeden Fall mehr davon. Ja, ich glaube, wir werden also früher oder später auf jeden Fall noch ein bisschen Lehm holen, farmen müssen. Aber gut, ist ja kein Problem. So, dann geht das hier schon mal so lang. Und ich würde dann tatsächlich hier aufmachen.
Und dann das Ganze quasi hier so einmal durchführen. Weil hier rein ist halt blöd, weil hier ist halt die Straße so. Von daher sieht es so kacke aus. Von daher würde ich die Haupttraglast dann schon einfach hier so offenerweise, dass das quasi die haupttragende Last ist. Der haupttragende Mast. Ne? Das heißt, der Mast liegt dann hier auf dem Mast auf, kann also hier ordentlich Gewicht übertragen. Und die obere Konstruktion liegt hier auf dem Masten auf. Natürlich liegen die jetzt nicht einfach drauf, sondern man macht da in der Regel Nägel, also so eine Holzlatten-Dinger da rein, sodass die Dinger sich nicht einfach verrutschen können oder so. Aber vom Haupttragmomentum ist schon, dass der Ast auf dem aufliegt und der wiederum auf dem. Und dadurch kann die gesamte Last übertragen werden. Ne? Weil das Problem ist, wenn du jetzt zum Beispiel so baust, dann hast du zwar hier noch mehr Tragekapazität, weil der Ast halt einfach 1 zu 1 durchgeht, aber du hast halt hier ein Problem. Weil wenn du den Ast stark belastest, dann hast du halt dort eine Kante, wo der Ast einfach abrutschen kann. Das heißt, selbst wenn du hier Nägel reinmachst, ist die gesamte Last liegt dann halt auf den Nägeln oder auf den Holzdingern, was immer du da reinmachst. Das heißt, so hast du halt immer das Problem, dass du diesen Ast, ja, diesen Stamm nicht so sehr belasten kannst. Und deswegen macht es natürlich schon Sinn, den hier quer zu nehmen. Ich meine, in der Regel hast du hier, dass du den Ast zur Hälfte runtersägst, ne? Dass quasi nur die untere Hälfte durchgehend ist und die obere Hälfte ist dann nämlich der Ast, der hier ist. Also hast du quasi zwei Äste, die ineinander liegen, damit ein Kreuz ergeben. Und ja, auf dem Kreuz liegt dann der obere Ast auf. Irgendwie so. Zumindest würde ich das so bauen, im echten. I don't know. Das klingt logisch. Also ich habe noch nie ein Haus gebaut, ja. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich bin jetzt hier so der Fachmann. Jetzt bitte nicht hier anfangen zu bushcraften und zu sagen, oh, guck mal, da, perfekt, weil hat Ronny gesagt. Ne, immer alles gefährliches Halbwissen. Wie bei jedem YouTuber. Sagen wir mal ehrlich. Es gibt keinen einzigen YouTuber, dem man blind vertrauen kann, außer vielleicht Let's Game It Out. Dem würde ich wirklich blind vertrauen, so, was der sagt. Immer. Aber alle anderen. So. Oh, und aber hier, siehst du, so breit ist das hier gar nicht. Ist doch. Ist, also klar, ist geräumig, definitiv, keine Frage. Viel breiter als der Weg. Aber so können wir jetzt hier links und rechts sogar noch ein paar Büsche oder sowas hinmachen. Also ein bisschen schön machen, quasi. Warum ist hier so ein. Achso, haben wir ja als Markierpunkt gesetzt. Ja. Siehst du, und hier so weiß verkleidet, ist doch geil. Das ist doch ideal. Bam. Perfekt. Das gefällt mir. Das ist genau der Scheiß, den ich brauche für dunkel. Das ist genau der Scheiß, den ich brauche. Bibber. Zumindest für so ein großes Haus. Ne? Da macht die Bauart schon definitiv Sinn. So, jetzt müssen wir hier natürlich die gleiche machen mit diesen komischen Dingern. Wobei ich gerne jetzt erstmal pennen, weil, ja, wird gerade dunkel. So, das heißt, wir nehmen mal kurz unsere Alter, wie im Alter, das ist hier, ich glaube, wir gehen mal nach Hause und nehmen dann von zu Hause auch ein paar Kisten mit. Damit ich hier mal ein paar Kisten hinstellen kann. Das ist ja hier Katastrophe, so lagertechnisch-managementmäßig. Dingsda-Bumster. Hält der Kopf nicht aus. Oh, guck mal, da kommt jetzt la. Ja, ich überlege gerade, ob ich da auch schon eine Kiste hinstelle, an das Rohr ranmache, nach Weise. Aber ich meine, wir brauchen noch gar keine erweiterten Rohstoffe. So. Wir bauen ja erstmal ein bloßes Hausfundament, so. Da brauchen wir eigentlich noch gar nichts. So. Ach Mist, ich wollte ja die Bäume aufstellen. Habe ich auch schon wieder vergessen. Ah, jetzt rede ich die ganze Zeit mit den Saplings rum. So auf Kacke. Was ich aber machen könnte, ist, ich könnte eine Hoe mitnehmen und dort ein Feld machen. So ein bisschen Gartenarbeit. Wobei ich weiß noch nicht genau, wie groß das Gebäude wirklich wird. Wobei ich meine, wie breit es ist, das ist ja jetzt, ne? Also ich würde es von der Breite her so lassen.
Das heißt, wir könnten jetzt schon links und rechts daneben anfangen, Baumfarm zu bauen und Felder zu bauen. Das wäre tatsächlich auf jeden Fall machbar. Das heißt, ich nehme mal ein bisschen Wassereimer mit. Ich nehme tatsächlich Holz. Beziehungsweise eben eine Axt haben wir dabei. Genau, eine Axt haben wir dabei. Wir haben auch hier zum Reparieren dabei. War so alles dabei. Ich brauche nur mal eine ordentliche Kiste, wo ich das Zeug reinschmeiße. Ja, ich kann das schon mal so lange hier, wie wir gerade mit der Bahn fahren, während der Fahrt quasi hier mal ein bisschen sortieren, was alles wegkommt. Das, das. Wobei, wenn wir Feld bauen, brauchen wir das ja wieder. gut, die Tomaten aber nicht. Die Tomaten. Ja. Ach, so viel Scheiße schon wieder, Alter. Hält sich am Kopf nicht aus. So, der ganze Scheiß kommt auf jeden Fall in die Blattkiste. Sonst haben wir noch nicht so viel. Ja, genau, okay, sonst haben wir noch nicht so viel. Ist ja noch überschaubar. Achso, hier haben wir noch ein Ei. Auf dem Kopf. Oh, sind wir schon da? Ach, das ist ewig hier. Ah, die Strecke ist schon ganz schön lang. Ich glaube, ich werde in Zukunft die Fahrt doch immer überspringen. Ich meine, es war schön, aber Verbraucher ist schon, dauert halt schon echt lange. Ich meine, die Fahrt dauert 3 Minuten. Das heißt, bei einem Video von einer halben Stunde ist es alleine 10 Minuten, 10% des gesamten Videos geht alleine für eine Fahrt drauf. Also einmal hin und zurück, ja, ist die Folge quasi vorbei. Ich meine, ich werde jetzt einmal legit hin und zurück fahren, ne? Damit man mal ein Gefühl dafür bekommt, wie lange sowas eigentlich dauert. Aber ansonsten werde ich dann wahrscheinlich eher. So, jetzt nehmen wir erstmal. Was wollte ich jetzt mitnehmen? Ich brauche Kisten auf jeden Fall. Haben wir noch Kisten da? Wir haben so eine Eisenkiste. Lol. Lalalala. Oh ja, wir haben 6 Stück. Das sollte reichen. So, dann nehmen wir auf jeden Fall ein paar Stöcker mit. Dann wollte ich Wassereimer mitnehmen. Wobei ich sehe gerade, unser Inventar ist ganz schön voll. Aber das macht ja nichts. So und so. Oh, das ist jetzt hier. Jetzt ist das voll. Das, macht alles nichts. Gut, erstmal hier. Der Scheißerplan. So, aber das schon mal raus. Dann als nächstes. Ach komm, ganz ehrlich. Oh. Wegschmeißen geht auch. Da war ja was. So, Knochen. Kommt bei Knochen rein. Und schon ist das Ganze wieder ein bisschen leerer hier. Sehr schön. So, wie gesagt, Wassereimer. Ja, da. Wir können natürlich auch unser Beet einfach mal mit Lava wässern. Das geht ja auch. So, ist ja eine Flüssigkeit, ne? Also. Die Frage ist, die ich mir gerade stelle, ist, ich meine. In Erde einziehen kann ja alles, was eine gewisse Viskosität hat. Und bei Lava ist es ja auch so, je heißer es wird, desto höher ist die Viskosität. Warte mal kurz, weiß die Viskosität, wie flüssig es ist oder wie fest es ist? Also auf jeden Fall, je heißer Lava ist, desto flüssiger wird es. Ne? Das heißt, vielleicht bekommt man es ab einer bestimmten Temperatur sogar so flüssig, dass es auch in Erde einziehen kann, wie Wasser. Dann, gute Nacht. So, egal. So, 2 Wassereimer reichen auf jeden Fall. Weil die kann man ja nicht stacken. Wir brauchen also bloß Platz. Und wir brauchen noch eine Ho. Eine wunderschöne Ho. Wir haben gar keine Ho. Okay. Warum nicht? Was ist da passiert? Ach, wir haben 2 Holzhaus. Okay. Warum haben wir hier das Zeug drin? Cool, das hängt kurz nicht hier rein. Ja, wer weiß. So, das heißt, wir haben jetzt auch schon mal alles für die Felder. Die Frage ist, was wollen wir auf den Feldern anbauen? Ich würde tatsächlich erstmal sagen, irgendwas Schönes
ne, was man so schön essen kann, vor allem mal wieder ein bisschen Abwechslung. Also, ja, hier so ein bisschen Bären zum Beispiel. Oh, ich wollte eigentlich so davon 5 Stück. Ich mache noch mehr. Oh, okay, so viel haben wir gar nicht davon. Oh, davon so nur wenig. Ah ja, weil wir die Dinger ja erst vor kurzem angebaut haben. Gut, dann lassen wir die mal. Obwohl, ist ja idealer Zeitpunkt zum Vermehren, ne? Ha. Hier genauso. Dann können wir hier mal die Sachen anbauen, die wir so noch gar nicht so lange angebaut haben. Da haben wir mittlerweile ein paar Sachen, die uns fehlen. Ne, hier zum Beispiel. So, das können wir auch komplett anbauen. Beziehungsweise ich lasse es mal immer einmal drinne, damit ich weiß, was da reinkommt. Oh. Die Sachen haben wir auf jeden Fall bereits. Eigentlich müssen wir uns nochmal auf so eine Tour begeben. Wir brauchen zum Beispiel noch Pfeffer. Wir haben keinen Pfeffer. Das ist doch Bullshit. Wieso haben wir keinen Pfeffer? Ach, hier haben wir doch hier. Ach, hier haben wir auch noch Sachen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nee, aber ich sag mal, die Sachen reichen erstmal. Die Sachen sind eigentlich alle uninteressant, weitestgehend. Boah, ist doch nicht so saftig. Vanille vielleicht. Nee, ich glaube, das reicht erstmal für Fels. Oder haben wir erstmal 4 verschiedene Sachen? Drei? Warum drei? Warte mal ganz kurz. Wir gehen mal erstmal kurz pennen. Und dann gucken wir mal nochmal auf den Feldern nach. 4 Spieler. Alter, wenn immer mehr hier. Bad Spawn Point Set? Höhe. Naja, okay. Naja, so. Haben wir gut geschlafen hier? Wer ist denn nicht alles on hier? Ach, bitte Prot 8. Okay. So. Wir hatten ja hier vorne auf dem Feld ist ja noch so ein bisschen Mischmasch-Gewächs. Da würde mich das mal interessieren, was hier eigentlich so alles gerade angepflanzt wird. Auch das sagt zum Beispiel. Ja, die Kohlköpfe hier. Hanf. Vanille. Und was auch immer das hier hinten ist. Ist das eigentlich schon alles fertig? Das sieht alles so fertig aus, ne? Warum sollen die alles fertig sein? Ich würde mal gerne hier von einem mitnehmen. Aber ich traue mich nicht. Eigentlich müssen wir das Feld mal hier überarbeiten. Ach, das ist so ein Trauerspiel. Ja, gut. Achso, halt. Jetzt wollte ich gerade schon mich zu einem anderen Haus teleportieren, aber wir wollten ja ganz auf legitime Basis machen. Guckt euch diese Anlage an, wie sie arbeitet, wie sie rotiert. Digga, was geht? Hammer nach Räumen. Sehr geil, die ist hier garantiert wieder relativ voll. Oh. Na gut, also voll. Die Kiste ist hier komplett leer. Also, sagen wir mal ehrlich. Aber, na, schon ordentlich. So, Lore. Genau, Kisten haben wir jetzt auch dabei. Das heißt, wir können uns dann endlich da mal ein paar Sachen, ne? Nicht, dass hier unser Inventar immer so extrem voll klatscht. Das ist ja schlimm, ist das ja. So kannst du ja nicht arbeiten. Also, sagen wir mal ehrlich hier. Das ist eine Zumutung, sage ich euch. Das ist eine Zumutung. Ach, und wieder entspannt. 3 Minuten. Sind wir bald da? So, ich habe jetzt hier genau die Sachen, die packe ich mal. Ich hoffe mal, diese beiden Dinge reichen. Ja, gut, sondern können wir es noch weiter herstellen, auch kein Problem. Oh, lol.
So, hier können wir uns eigentlich sogar schon mal direkt hier solche Dinger basteln. Bam. Siehst du, während der Fahrt kann man alles organisieren hier. Ich bin voll produktiv auf einmal während der Fahrt. So kenne ich mich gar nicht. So, die Sachen pflanzen wir ein. Das ist Werkzeug, das brauchen wir dann fürs Hausbau. Lass ich erstmal auch hier liegen. Das Holz. Packe ich erstmal nicht hier rein, weil ist erschreckend voll. Ah, ich freue mich schon, wenn wir Kisten haben. Können wir den ganzen Scheiß in Kisten packen. Und müssen nicht hier alles in den Rucksack rumschleppen. Ist doch Kacke. Der hält doch keiner aus. Ah ja. Oh. Ja, so sieht es hier schon viel besser aus. Das ist ja gleich eine Steigerung der Lebensqualitäten um minus 3%. Gut, ist natürlich blöd, dass die Sachen immer dann nicht geladen sind. Das heißt, während die Blöcke dort geladen sind, ist man schon längst dran vorbei. So ist halt, naja, schwierig. Aber hey. Oh, halt, was ist denn hier los? Ich habe ja hier damals den Block entfernt und gar nicht wieder hingesetzt. Ha! Schau mal, einer gucken. Wir lieben dich! Aber weißt du was? Halt! Nein! Ich krieg dich! Haha! Hallo? Danke. Der blockiert, du kannst mich auch mal an. Du kommst mal jetzt weg hier. Das kann sich ja keiner hier mit ansehen. Ja, super. So, und du kommst dahin. Sehr schön. Na? Wenn wir schon mal gerade dabei sind. Ich hätte mit dich anfangen dürfen. Oh, das ist ein schlimmes Ende. Schnell weg hier. Aber das sah immer so hässlich aus an der Stelle. Überall Unbeliebtheit, Unschönheiten. Ist ja, was ich auch noch mal gucken möchte. Alter, wie immer. Henker der Server? Was ich mal gucken möchte, ist hier die Grenze zwischen den Landgebieten. Ist das jetzt wirklich perfekt? Gott, bis wohin geht das Gebiet? Ah, da. So, hier ist nämlich die Interstate Exit. Und hier. Das müsste. Genau, geht nahtlos über. Okay, ja, okay. Nicht, dass hier irgendwie ein Block ungeschützt ist und dann, ne? Direkt in die Küste. Da müssen wir ja schon aufpassen. Diese Pipe ist heilig. Heilige Scheiße. Oder so ähnlich. Oh, der ganze gute Zeug, der ganze gute Stuff. No. Why? Wow. Das sieht da auch echt cool aus mit der Ding. Das schwarze Schaf ist grau geworden. Es ist verblasst. Bald ist es nur noch eine Erinnerung. Oder wieso, I don't know. So, das ist die Frage. Setzen wir hier echt eine Kiste ran? Ah, nee, komm. Das lohnt sich ja gar nicht. So, ich würde ja tatsächlich die Sachen hier mal wegnehmen. Vor allem der, da ist voll komplett eingegraben. Da, danke dafür. So, raus mit. Alter, Scheiße. Ich bin. Oh mein Gott. Gut, wir bauen erstmal eine Kiste hin. So, das heißt, Gifte. Ich würde hier. Genau, hier ist schon viel Platz. Hier kann man schön. Bam, bam. Musst du hier stehen? Arschloch. Bam, bam. Oh. Ach komm, hier weg mit dir. Oh, kommst du noch dahin? So easy. So. Und jetzt haben wir nämlich hier. Machen wir irgendwelches grünes Scheiß rein. Oh. Da können auch erstmal die Dinger hier mit rein. Bam.
Oh. Hier in die Kiste kommt sämtliches Baumaterial, was wir für den Bau brauchen. So, du kommst dahin. So, dann haben wir hier noch unsere beiden Kisten. Öfen. So, die stellen wir mal hier so hin. Ah, da haben wir hier so ein Rundum-Dings. Haben wir hier so schön rundum Arbeitsfläche. So, hier kommt erstmal wieder die Kohle rein. Sehr schnieke. Und wir haben mittlerweile echt ganz viele von den Dingern hier. Was auch sehr schnieke ist. Wenn ich das so sagen darf. So, und jetzt kommt hier nämlich erstmal die ganze Scheiße raus. Und das kommt alles in die mittlere Kiste. Denn so kannst du ja nicht arbeiten. Das ist ja hier. Halt da. So, dann müsste alles schon wieder leer sein. Perfekt. Und hier war auch nichts drin, genau. Bam, 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 dumm. Easy. So, ist da. Jetzt haben wir hier richtig. Oh, halt. Da. So, haben wir richtig schön Platz zum Arbeiten. Das ist doch geil. Und hier kommt dann so andere Scheiß rein, wie zum. Ah, nee, die Dinger können wir aufbauen. Aber das hier zum Beispiel kann da rein. Die einmal können ja erstmal rein. Die würde ich jetzt auch gerne mal direkt aufbauen. So, das heißt, genau, das Ding kommt dahin. Perfekt. So, dann haben wir das auch. Geil. Die Frage ist, hier ist ja unser Haus. Hier geht's runter. Hier hinten geht's aber auch runter, ne? Ja, ist also so gesehen bei beiden Seiten gleich. Weil die Frage ist, oh mein Gott, was ist denn hier los? Was zur Hölle? Hölle, Hölle, Hölle. Okay, ich verstehe. Das ist ja. Ja, da bauen wir unser Haus genau bei der richtigen Stelle. Gut. Ich mach da mal. Nee, komm. Ich mach. Ich würde da gerne so ein, so, ne, so ein Holzbrett einfach drüber machen, dass man weiß, dass da irgendwie, ne, das so. Hier so, 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 so. Dass es hier wie so ein abgesperrtes Dings ist, man aber weiß, dass hier was runter ist. Das ist so. Ah, so können wir später vielleicht dran denken oder so. Geile Idee. Finde ich voll krass. So. Wir brauchen. Nein. Wir brauchen dich und dich und dich und dich und ganz viel von dich. So, jetzt machen wir aber erstmal, wie gesagt, die Bäume. Wir brauchen vor allen Dingen die Kiefernholz. Das heißt, ich stelle dich dahin, ich stelle dich dahin, ich stelle dich dahin, ich stelle dich dahin, du kommst dahin, du kommst da. Ich weiß nicht, wie breit die Dinger wären. Ich stelle dich mal da. Oh. Ich stelle dich mal hier hin. So. Gut, der richtige Baumform sieht eigentlich schon besser aus. Mal, ach, komm hier weg damit. So, kommst du dahin? Du kommst denn hier so hin? Ach, scheiße. Du kommst dahin. Boah, sollte passen. Kommt noch ein Baum, den packe ich mal dahin. So, easy. So, den Baum brauchen wir eigentlich gar nicht. Die Frage ist, sollen wir ihn hier trotzdem kultivieren? Erstmal nicht. So, du kommst also erstmal nach da. Dafür würde ich tatsächlich lieber erstmal, beziehungsweise nee, kommst du hier mit rein. Dafür würde ich aber tatsächlich jetzt gucken, wo wir die Felder hin machen, weil das wäre ja eine etwas endgültigere Sache. Wobei das auch die Frage ist. Ah, ich glaube, mit den Feldern lassen wir erstmal. Dafür weiß ich noch zu wenig, wie unser Haus aussehen wird und wo da was hin kann. Zum Ende hin denn. Okay, das heißt Folgendes. Wir brauchen jetzt.
Ich glaube, ich mache erstmal den Torbogen. So, das heißt, wir brauchen. Lalala, der Torbogen. Also, wir wollen den Torbogen ja komplett durchgängig machen. Das heißt, er wird. Huh, das ist eine gute Frage. Also, angenommen. Oh, eine Biene. Digga, das Ding ist so riesig. Ich meine, ein Block ist 1 Meter. Das Ding ist also 80 cm breit oder so. Oder lang. Oder. Ja. Naja, okay, sagen wir mal 50 cm. Digga, das wäre so hoscher. Also, Hilfe! Hilfe! Ja, eben ist halt die Frage, wollen wir das Haus. Also, wollen wir die Segmente, sag ich jetzt mal, quadratisch machen? Oder sagen wir, nee, bei dem Haus hier, da ja allein das Mittelteil kein Segment, also, ne, so, machen wir komplett out of order und machen einfach nach Gefühl. Dass wir die Segmente zum Beispiel rechteckig machen. Hätte das Vorteile oder nur Nachteile? Ich meine, wir haben hier eine Breite von 7. Und das aber so als Seite. Ich glaube, ich mache die Dinger mal 9 breit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, das wollte ich gerade gar nicht. Gut. Lauf nur weg, du Schaf. Okay, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, passt doch. Ja, von der Breite her, doch, so ist angenehmer. Ja, doch. Auf jeden Fall. So, dann machen wir aber 2 Segmente. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, das sieht gut aus. Oder machen wir es noch länger. Von mir hier vorne ist die Schlucht. Vor allen Dingen, ich meine, so ist das Haus relativ, relativ. Ja, doch, nee, 2 Segmente reichen. Und dann machen wir wirklich, dass diese Unterführung nur hier bei dem Segment ist, also nur von hier bis hier. Und dann hier ist einfach nach oben hin offen. Ne? Das heißt, da ist dann, ne? Damit bekommt das Haus dann so eine U-Form. Wovon ich gesprochen hatte. So, wir dann hier. Genau. So, und dann wäre das hier. Perfekt. Und dann wäre das wäre oha. Okay. Wobei jetzt auch schon wieder so was Verdächtiges haben. Ist ja auch. Hier ist auch eine Höhle. Das Ding geht hier einmal komplett runter durch. Ach, leck mich doch am Arsch. Ach du Scheiß, die Wand dann. Ey, da haben wir das perfekte. Ja, das ist echt die perfekte Position für ein Haus. Ist ja. Gut. Deswegen holt man sich in der Regel immer erstmal Leute, die das Grundstück erkunden und bewerten. Auf sowas haben wir es natürlich hier aus Kostengründen geschissen. Ah, wir dachten, wir machen das schon. Gut, die Liga scheiße hier uns komplett weg. Haben wir ein Schwert dabei? Nee. Also klassische Handverkloppen hier. Oh, es wird aber eine Menge Arbeit hier, sage ich euch. Das ist hier, ja, schon ordentlich, das Haus. Das wird schon, das hat schon, Ausmaße wie, ja, I don't know. Gut. Aber darüber können wir uns nächste Folge Gedanken machen. Bis dann.